DNA-Analyse. Probieren Sie mal. Die sieht ja furchtbar aus. Haben Sie das gesehen? Das war kein Ernst. Ich weiß nicht. Autopsie. Mysteriöse Todesfälle. Heute in Autopsie ein toter Hollywood-Schauspieler. Der Täter wollte dem Opfer nicht in die Augen schauen, nachdem er den Mann umgebracht hatte. Die Ermittler wollen einen Fingerabdruck sicherstellen, obwohl der Täter Handschuhe benutzte. Gelingt das, ist der Täter überführt. Eine Frau wird tot aufgefunden, sie wurde vergewaltigt und erwürgt. Es gibt keine Spuren. Der einzige Hinweis, blutgetränkte Schaumstoffreste. Ein tödlicher Verkehrsunfall liefert mehr Fragen als Antworten. Die Suche nach Hinweisen beginnt, denn der Unfall wirkt konstruiert. Kein normaler Unfall. Früher morgen in einem trendigen Szenebezirk von Los Angeles. Ein merkwürdiger Geruch auf den Gängen veranlasst die Bewohner eines Hauses, die Polizei zu rufen. Was die Beamten finden, dreht ihnen buchstäblich den Magen um. Es ist die Leiche eines Mannes, die offenbar schon seit mehreren Tagen in der Wohnung liegt. Sofort wird das Team der Mordkommission zum Fundort gerufen. Das Opfer lag auf dem Rücken, unter einer grünen Decke. Es wurde mehrfach auf ihn eingestochen. Ein Nachbar identifiziert das Opfer als Michael Finch, von Beruf Schauspieler. Obwohl er bereits eine Weile tot ist, können die Ermittler anhand der Leiche verschiedene Schlüsse ziehen. Überall waren Maden und Fliegen. Es war ein grausamer Gestank. Das Team der Mordkommission vermutet, dass Finch bereits seit mindestens 3 Tagen tot sein muss. Der Ermittler Dennis Kilcoyne entdeckt den entscheidenden Hinweis. Die Uhren in dem Haus waren alle noch nicht umgestellt. Sie waren alle noch auf Sommerzeit eingestellt. Die Zeitumstellung war vor 10 Tagen. 10 Tage, in denen niemand bemerkte, dass Finch verschwunden war. Der Zeitraum zwischen dem Mord und der Entdeckung der Leiche hat dem Mörder einen großen Vorsprung verschafft. Den Beamten wird klar, dass dieser Vorsprung ihre Arbeit deutlich erschweren wird. Unterdessen beginnt die Kriminaltechnikerin Dolores Youngblood mit der Spurensuche. Wir nahmen überall Fingerabdrücke. Von Schranktüren, Kaffeetassen und einer Videokassette. In der Nähe der Leiche entdecken sie die mögliche Tatwaffe, ein langes Küchenmesser. Es könnte zu den anderen Messern in der Wohnung passen. Doch wenn die Mordwaffe aus der Wohnung des Toten stammt, wirft das für die Beamten eine weitere Frage auf. War der Mord geplant oder war es ein Verbrechen aus Leidenschaft und deshalb völlig spontan? Das Team der Mordkommission braucht noch mehr Informationen, um solche Rückschlüsse zu ziehen. Es könnten Fingerabdrücke auf dem Messer sein. Wie üblich werden wir es nicht am Tatort untersuchen, sondern es für die Analyse ins Labor bringen. Wenig später entdeckt das Ermittlerteam noch andere Anhaltspunkte. Einen Latexhandschuh. An dem Handschuh war Blut. Möglicherweise hat also der Mörder diesen Handschuh benutzt, als er Finch tötete. Es gab keine Spuren für einen Einbruch. Wir vermuteten also, dass der Verdächtige das Opfer kannte. Vielleicht war der Einbrecher ein Freund von Finch. Die Decke, die auf der Leiche lag, deutet darauf hin, dass dies der Fall war. Aus meiner Erfahrung weiß ich, was es bedeutet, wenn das Opfer abgedeckt wurde. Der Täter kannte es und bereut seine Tat. Ich hatte den Eindruck, dass der Verdächtige dem Opfer nicht in die Augen sehen konnte, nachdem er ihn umgebracht hatte. Der Killer war möglicherweise mit dem Opfer befreundet, aber woher sie sich kannten, bleibt immer noch ein Rätsel. Wir hatten keinerlei Anhaltspunkte, keine Fotos, kein Telefonbuch, nichts. Die Kriminaltechniker versuchen, weitere Spuren an dem Messer und dem Handschuh zu finden.
Ermittler Kilcoyne will inzwischen herausfinden, wer Michael Finch wirklich war. Ich lernte die Person unter der Decke nach und nach kennen. Michael Finch hatte eine klassische Hollywood-Laufbahn hinter sich. Er war ein 28-jähriger Mann, der davon träumte, irgendwann ein Star zu werden. Er hatte eine enge Beziehung zur Familie, besonders zum Vater. Da die Schauspielkarriere nicht in Schwung kommt, arbeitet Finch nachts beim Radio. Tagsüber verkauft er Sonnenbrillen. Ein junger Mann mit einer kleinen Wohnung, der versuchte, zurechtzukommen. Der Ermittler Dennis Kilcoyne befragt die anderen Bewohner des Hauses. Sein Auto stand normalerweise in der Tiefgarage. Jetzt wird es vermisst. Möglicherweise hat der Mörder Finchs Auto gestohlen und als Fluchtwagen benutzt. Das ist die erste mögliche Spur. Das war ein wichtiger Anhaltspunkt für uns. Denn Täter flüchten häufig mit dem Auto des Opfers. Während die Beweise im Labor analysiert werden, recherchieren die Ermittler mehr aus Michael Finchs Privatleben. Sie erfahren, dass er ein sehr lebhafter Mann war, der viel Zeit im aufregenden Nachtleben von Hollywood verbrachte. Eine Barbesitzerin hat Finch oft mit verschiedenen Männern in ihrer Bar gesehen. Er brachte häufig männliche Prostituierte mit zu sich nach Hause. Nichts Besonderes in Hollywood. In der Stadt der Träume ist Finch offenbar an die falschen Leute geraten. Wir vermuten, dass einer dieser Männer der Mörder sein könnte. Der erste Verdächtige ist Sean, ein Teenager, an den sich viele aus dem Umfeld des Opfers erinnern können. Zeugen haben uns ein Phantombild von Sean erstellt. Heller Hauttyp, blond, fast noch ein Kind. Diese Beschreibung passt leider auf hunderte von Menschen in Hollywood. Alles, was der Beamte Kilcoyne weiß, ist, dass die beiden sich häufig in einem Café trafen, so wie auch bei ihrer letzten Begegnung. Es war der 28. März. Sean und das Opfer waren abends gemeinsam in einem Restaurant. Danach hatte keiner die beiden wieder gesehen. Kilcoyne versucht herauszufinden, was vor und nach diesem Treffen passierte. Wir überprüften seine Anrufe. Finch führte sein letztes Telefonat am 29. März, genau einen Tag nach dem gemeinsamen Essen mit Sean. Wir waren uns ziemlich sicher, dass das Opfer am Abend des 29. März getötet wurde. Fakt ist, dass Sean seitdem nicht mehr in diesem Café gesichtet worden ist. Das war sehr verdächtig. Aber warum musste Finch sterben? Als die Polizei die Familie kontaktiert, offenbart sich ein mögliches Motiv. Sein Vater hat ihm einen Scheck über $1.000 ausgestellt. Ausgerechnet am 28. März wurde er eingelöst. Die Ermittler folgen dieser Spur. In der Wohnung war das Geld nicht und auch auf sein Konto wurde nichts eingezahlt. Das Geld des Opfers hatte mit Sicherheit der Täter. In einer Stadt geprägt von Ruhm, Sex und Geld drehen sich die Ermittlungen um einen toten Schauspieler, einen Callboy und vermisstes Geld. Das ist die dunkle Seite von Hollywood, die die Ermittler bestens kennen. Durch Prostitution steigt die Kriminalität, auch der grausamen Art. Im Labor untersuchen die Kriminaltechniker die Beweise vom Tatort. Als erstes testen sie das Blut am Messer und am Latexhandschuh. Das Blut am Messer und am Handschuh stammt vom Opfer. Die Mordkommission weiß nun, dass das Küchenmesser die Mordwaffe ist. Doch sie finden darauf keine Fingerabdrücke, um dem Täter auf die Spur zu kommen. Auf manchen Oberflächen kann man keine Fingerabdrücke nehmen, wie Stoff oder Gestein. Auch auf dem Gummihandschuh sind Abdrücke schwer zu identifizieren.
Schon wieder eine Sackgasse. Doch dann, 300 Kilometer entfernt, wird Michael Finchs Auto gefunden. Der Wagen und der Fundort liefern den Ermittlern neue Hinweise. Verbrecher fahren mit gestohlenen Autos oft an Orte, wo sie sich sicher fühlen. Die Polizei glaubt, eine Spur gefunden zu haben. Ein blonder Fahrer wurde in dem gestohlenen Auto gesichtet. Möglicherweise war das der gesuchte Sean. Er fuhr mit dem Auto durch die Gegend und hatte haufenweise Sonnenbrillen im Kofferraum. Er hat die Brillen überall an Leute auf der Straße verkauft. Es wirkt merkwürdig, dass ein Callboy aus Hollywood in einem gestohlenen Auto Sonnenbrillen verkauft. Im Inneren des Wagens eine erste brauchbare Spur. Ein Fingerabdruck am Anschnallgurt. Die Kriminaltechniker überprüfen diesen Fingerabdruck umgehend und können den Verdächtigen nun identifizieren. Die Person, die hinter dem Decknamen Sean steckte, ist in Wahrheit Gerald Reeves. Das Puzzle fügt sich zusammen. Die Familie des 19-jährigen Gerald Reeves lebt in der Stadt, in der man das Auto fand. Reeves hatte schon mehrere Autos gestohlen. Er ist erst vor kurzem aus dem Jugendgefängnis geflohen und war seitdem auf der Flucht. Langsam kam Licht ins Dunkel. Da unser Verdächtiger inzwischen wahrscheinlich den Staat verlassen hatte, war es unsere Pflicht, das FBI einzuschalten. Über Nacht entwickelte sich dieser Fall zu einer bundesweiten Angelegenheit, in der das FBI und die Polizei von Los Angeles zusammenarbeiten. Doch aus Tagen werden Wochen und Reeves scheint wie vom Erdboden verschluckt. Er ist nirgends auffindbar. Es frustrierte uns alle sehr. Immer wieder haben wir ihn knapp verpasst. Reeves war uns einfach immer einen Schritt voraus. Die Ermittler überarbeiten ihre Vorgehensweise. Sie wenden sich an die Öffentlichkeit. Daraufhin meldet sich eine völlig aufgelöste Frau namens Tanya bei ihnen. Tanya schien entsetzt darüber, dass ihr angeblicher Freund ein Callboy aus Hollywood sein soll. Er wollte sich Geld von Tanya leihen. Es ist immer das Gleiche mit diesen Leuten. Sie melden sich eine Ewigkeit nicht und irgendwann rufen sie plötzlich an. Hey, wie geht's denn so? Ach, und sag mal, kannst du mir nicht ein bisschen Geld leihen? Die Ermittler entwickeln einen Plan. Wir stellten eine Falle. Das Team der Mordkommission will Reeves mit seinen eigenen Waffen schlagen. Tanya soll ihn anrufen und ihm sagen, dass sie Geld in einer Wechselstube für ihn hinterlegt hat. Die Polizisten gehen in Stellung und warten, bis der Verdächtige aufkreuzt. Dann endlich um 3 Uhr nachts schnappt die Falle zu. Da kam er angelaufen. Anscheinend brauchte er das Geld sehr dringend. Nach 10 Monaten wird Reeves endlich festgenommen. Doch noch ist die Polizei nicht am Ziel. Man kann Reeves nur den Autodiebstahl nachweisen, nicht den Mord an Michael Finch. Am Tatort fand man weder Fingerabdrücke noch Blutspuren von Reeves. Ein guter Anwalt kann ihn da leicht wieder rausholen. Um dem Gericht handfeste Beweise vorlegen zu können, gehen die Kriminaltechniker noch einmal alle Hinweise durch. Ihnen wird klar, dass nur der Gummihandschuh der Schlüssel zu diesem Fall sein kann. Es ist wirklich kaum möglich, Fingerabdrücke von einem Gummihandschuh zu bekommen. Trotzdem wollen es die Experten versuchen, und zwar auf der Innenseite des Handschuhs. Dafür entwickeln sie eine neue Methode, um die Fingerabdrücke sichtbar zu machen. Der Handschuh wird aufgeblasen und in einem Glasbehälter befestigt. Als nächstes erhitzen die Experten einige Tropfen Klebstoff unter dem Handschuh.
Der Vorgang dauert so lange, bis der Klebstoff verdampft. Wir hoffen, dass sich der Klebstoffdampf auf den Fingerabdrücken absetzt. Die Kriminaltechniker setzen all ihre Hoffnungen in diesen Test. Wir haben ihn dann mit Spezialpulver bestäubt. Tatsächlich wird ein Daumenabdruck in der Mitte des Handschuhs sichtbar. Der Täter hat doch noch eine Spur hinterlassen. Die Kriminaltechniker sichern den Abdruck vorsichtig und geben ihn in die Datenbank ein und erhalten sofort ein passendes Ergebnis. Gerald Ray Reeves. Es war sein Fingerabdruck auf der Innenseite des Handschuhs. Ein Durchbruch. Eine Premiere. Gerald Ray Reeves' Verhandlung dauert 2 Wochen. In der ganzen Zeit bekennt er sich nicht schuldig des Mordes an Michael Finch. Schließlich wird er verurteilt, und zwar zu einer lebenslangen Haft ohne Bewährung. Es ist früher Morgen in Nord-Hollywood. Eine weibliche Leiche wird gefunden und die Polizei von Los Angeles ist sofort zur Stelle. Experten des Kriminaltechnischen Instituts und Kriminalbeamte treffen ein, um die Ermittlungen aufzunehmen. Das Erste, was ihnen auffällt, die Hose des Opfers ist heruntergezogen. Das lässt vermuten, dass man die Frau vergewaltigt hat. Außerdem ist sie übersät mit Blutergüssen. Und es gibt ein paar merkwürdige Gegenstände, welche die Aufmerksamkeit der Kriminaltechniker auf sich ziehen. Ein schwammähnliches Material verteilt über und um den Körper herum. Es war dieser lose Schaumstoff mit kleinen Löchern und kleinen dunklen orangefarbenen Punkten. Man fand auch ähnliches Material auf der Kleidung des Opfers, selbst in der Unterwäsche. Größere Stücke davon lagen auch neben der Leiche auf dem Gehsteig. Schwammstücke mit orangefarbenen Punkten. Die Ermittler können noch nicht einordnen, ob es sich dabei um Beweismaterial oder um Müll handelt. Aber es könnte dennoch einen Hinweis liefern. Die Ermittler finden weder eine Hand noch eine Brieftasche, nichts, womit man das Opfer identifizieren könnte. Man nimmt die Fingerabdrücke und registriert die Tote erstmal als unbekannt. 2 Tage lang gibt es keinerlei Anhaltspunkte. Dann läuft ein wichtiger Hinweis geradewegs zur Tür herein. Ein Mann namens Delbert Anger sagt aus, seine Frau in den letzten 72 Stunden nicht gesehen zu haben. Nach einer Befragung wird klar, die Leiche ist seine Frau Carol. Im Leichenhaus identifiziert er sie. Die Unbekannte hat jetzt einen Namen, Carol Anger. Aber die Ermittler wissen nicht, was sie von ihrem Ehemann Delbert halten sollen. Die Ermittler fragen sich, warum gab er die Vermisstenmeldung erst so spät auf? Die Kriminalbeamten konzentrieren sich auf Carols Ehemann Delbert. Auf der Suche nach einem Motiv bringen sie mehr über die Beziehung in Erfahrung. Familienangehörige beschreiben sie als glückliches Paar. Beide waren bereits vorher verheiratet und hatten zusammen 8 Kinder. Doch beide waren auch unabhängig und gingen manchmal getrennte Wege. Das könnte plausibel erklären, warum Delbert so lange gewartet hatte, bevor er zur Polizei ging. Delbert sagt aus, dass Carol mit ein paar Freunden in eine hiesige Bar gegangen sei. Die Ermittler folgen dieser Spur. Wir sind jetzt für jeden Hinweis dankbar. Befragungen von Gästen und Angestellten der Bar zeichnen ein Bild davon, was vor Carol Angers Tod geschah. Sie hatte mit 2 oder 3 Männern getanzt. Einer der Männer war ein bekannter Stammgast in der Bar.
Man hat ihn schon vorher gesehen und er trug ein Mechanikerhemd. Sein Name Richard stand drauf. Die meisten Bargäste erinnern sich an ihn. Seine Haare waren besonders auffällig. Er hatte eine Halbglatze und am Rand standen die Haare merkwürdig hoch, wie Teufelshörner. Das ist jedem aufgefallen und jeder hat es erwähnt. Die Zeugen liefern dem Ermittler Mike Coffey einen möglichen Zeitrahmen. So gegen Mitternacht hatte Carol um ein Taxi gebeten. Zu diesem Zeitpunkt hat sich Richard angeblich nochmals ins Gespräch gebracht. Er sagte, ich nehme dich mit. Der Barkeeper sagte zu Carol, ich kenne den Typ, der ist okay. Sie hat noch kurz überlegt und ist dann mit ihm gefahren. Die Ermittler behalten trotz dieser Spur weiterhin Carols Ehemann Delbert im Auge. Aber sie haben jetzt einen weiteren, neuen Verdächtigen. Wir hatten ziemlich viel über diese Person erfahren und mussten ihn unbedingt finden. Ich glaubte, dass wir auf der richtigen Spur sind. Die Kriminalbeamten müssen sich einer großen Herausforderung stellen. Denn wie findet man einen Mechaniker namens Richard in der Autohauptstadt der USA, in der es Tausende von Reparaturwerkstätten gibt? Im Kriminaltechnischen Institut analysieren Experten das Beweismaterial des Tatorts. Sie beginnen mit den Schwammstücken, die auf Carol Ungers Leiche gefunden wurden. Ein Blick durch das leistungsstarke Mikroskop kann der Kriminaltechnikerin Susan Brockbank ganz genau sagen, worum es sich handelt. Es war Polyurethan-Hartschaum. Das ist jener Schaumstoff, wie man ihn in Autositzen, in Sofas oder vielleicht auch in Matratzen und Bettelementen verwendet. Bislang ist es ein Rätsel, wie der Schaum auf Carols Leiche gekommen ist. Diese Frage zu beantworten, könnte ausschlaggebend sein. Auf dem Polizeirevier erfahren die Kriminalbeamten aus dem Autopsiebericht mehr über den Mörder. Es bestätigt sich, was bereits vermutet wurde. Carol Unger ist tatsächlich vergewaltigt worden. Es war eindeutig, dass wir hier einen ernstzunehmenden Sexualstraftäter hatten, der da draußen frei herumläuft. Wir müssen ihn so schnell wie möglich finden. Die Suche nach Richard läuft auf Hochtouren. Unzählige Werkstätten werden abgeklappert. Die Ermittler überprüfen auch typische Handwerkerkneipen. In einer der Kneipen kennen zwei Personen tatsächlich einen Mechaniker namens Richard. Er hatte ihnen sogar eine Visitenkarte gegeben und seine Reparaturdienste angeboten. Einer der Zeugen hat die Visitenkarte aufbewahrt. Auf der Visitenkarte steht die Adresse einer Werkstatt. Sie ist nicht weit entfernt von der Bar, in der Carol Unger zuletzt lebend gesehen wurde. Die Kriminalbeamten sind sich nicht sicher, ob es sich um den richtigen Mann handelt. Und falls doch, wollen sie ihn nicht unnötig vorwarnen. Sie beschließen, ihn vorerst nur zu beschatten. Wir saßen etwa 20 Minuten dort, dachten, wir hätten ihn gesehen, wussten aber nicht, wie wir bis zu ihm vordringen sollten. Dann eine unerwartete Komplikation. Plötzlich tauchte ein Polizist auf. Es ist ein Bundesagent. Wir haben ihn abgefangen, bevor er reinging. Der Agent kennt den Verdächtigen nicht. Er überbringt lediglich einen Haftbefehl, der zu einem ganz anderen Fall gehört. Er sagte, er würde einfach hineingehen und versuchen, alle Anwesenden zu identifizieren. Das dauerte nicht länger als 5 Minuten. Der Agent reicht einen Zettel weiter. Darauf steht ein Name. Richard Stitely und sein Geburtsdatum. Wir hatten schon befürchtet, dass er weg ist. Die Beamten kehren zurück aufs Revier. Immerhin haben sie jetzt einen Nachnamen als ersten Anhaltspunkt. Auf dem Revier wird der Name Richard Stitely im Polizeicomputer überprüft. Er ist auch bei anderen ähnlichen Verbrechen der Verdächtige gewesen. Wir wussten jetzt also, womit wir es zu tun haben. Tatsächlich handelt es sich bei diesen anderen Fällen auch um Vergewaltigung.
Doch aufgrund fehlender Beweise kam Stately bisher stets davon. Ich habe ihm erzählt, dass wir im Todesfall einer Frau in Nord-Hollywood ermitteln und uns gerne mit ihm darüber unterhalten möchten. Er war sehr kooperativ. Stately willigt ein, die Kriminalbeamten auf das Revier zu begleiten. Bevor sie gehen, werfen die Beamten noch einen Blick in sein Auto. Auf dem Vordersitz war Schaumstoff, der dem ähnelte, den man am Tatort auf Carols Leiche gefunden hatte. Stately wird festgenommen und verhört. Zunächst hat er abgestritten, Carol zu kennen oder je in der Bar gewesen zu sein. Schließlich sagte er, okay, ich war da und ich habe mit ihr getanzt. Der Verdächtige wird anderthalb Stunden lang in die Mangel genommen. Er verändert dabei seine Aussagen mehrfach. Die Kriminalbeamten versuchen, ihn noch mehr unter Druck zu setzen, um ein Geständnis zu bekommen. Wir sagten ihm, dass wir eine DNA-Probe von ihm nehmen werden, um sie mit den Spuren an der Leiche zu vergleichen. Rechtlich gesehen bräuchten die Ermittler dazu Stately's Erlaubnis. Aber die Falle funktioniert. Dann gab er zu, okay, wir hatten einvernehmlichen Sex. Jetzt machen die Kriminalbeamten Fortschritte. Sie konfrontieren Stately mit Carols Verletzungen. Wieder kontert dieser mit einer Ausrede. Sie wurde wütend und hat ihn geschlagen. Daraufhin hat er sie getreten. Wenn sie tot ist, tut es ihm leid. Diese Worte reichen aus, um Stately zu verhaften und ihn der Vergewaltigung sowie des Mordes anzuklagen. Es sieht sehr eindeutig aus und wahrscheinlich ist er der Mörder. Aber das reicht nicht. Um Stately zu überführen, müssen die Beamten beweisen, dass Carol in seinem Auto gewesen ist. Dazu vergleichen sie den Schaumstoff auf der Leiche mit dem aus Stightleys Wagen. Ich habe die Teilchen untersucht. Rein äußerlich waren sie sich sehr ähnlich. Mit der sogenannten Infrarotspektroskopie-Methode setzt die Kriminalistin Susan Brockbank den Schaumstoff Infrarotlicht aus. Das Licht beweist, die beiden Schaumstoffteilchen haben eine identische chemische Zusammensetzung. Der Schaumstoff auf der Leiche stammte zweifelsfrei von diesem Autositz. Sie muss im Auto gewesen sein und etwas vom Schaumstoff blieb an ihr hängen. Das ist ein stichhaltiger Beweis, reicht aber nicht für eine Verurteilung aus. Die Kriminaltechniker müssen beweisen, dass Stately Carol vergewaltigt und ermordet hat. Er bleibt bei seiner Darstellung, dass der Sex im gegenseitigen Einvernehmen stattfand. Carols Leiche wies Wunden auf, die aber nicht zu einvernehmlichem Sex passen. Die Kriminaltechniker vergleichen Spermaproben von den verletzten Beinen der Leiche mit der DNA von Stately. Es gibt eine Übereinstimmung. Die Spermaspuren auf der Leiche stammen von Stately. Damit ist bewiesen, dass er Carol Unger in seinem Auto brutal vergewaltigt und schließlich getötet hat. Er war's, kein Zweifel. Jetzt ist die Beweisführung perfekt. Die Übereinstimmung der DNA, die Analyse mehrerer kleiner Schaumstoffteilchen, alles ist eindeutig. Für die Vergewaltigung und den Mord an Carol Unger wird Richard Stately zum Tode verurteilt. Er wartet seit 6 Jahren auf seine Hinrichtung im Todestrakt. Kurz vor Tagesanbruch, nördlich von Los Angeles. Auf einem abgelegenen Stück Straße entdeckt ein Mann ein noch immer glühendes Autowrack. Er ruft die Polizei. Die Polizei und die Rettungssanitäter treffen wenig später am Unfallort ein. Die Fahrerin des Wagens ist tot. Mithilfe ihres Führerscheins kann man sie identifizieren. Es ist die 45-jährige Claire Parker.
Eine weitere Insassin wird schwer verletzt sofort ins Krankenhaus gebracht. Sie ringt mit dem Tode. Nur kurze Zeit später erreichen die Experten der Kriminalanalyse den Tatort. Im Auto gibt es einen ersten Hinweis, eine Whiskyflasche. Zunächst sieht es nach einem Fall von Trunkenheit am Steuer aus. Während der Leichenbeschauer das Opfer untersucht, konzentrieren sich die Kriminaltechniker auf das Fahrzeug. Bei einem Verkehrsunfall gibt es in der Regel einen heftigen Aufprall. Die enormen Kräfte zerstören meistens auch die Windschutzscheibe. Nicht bei diesem Auto. Das Autowrack hatte keine zerborstene Windschutzscheibe. Das ist zwar ungewöhnlich, kann aber vorkommen. Als nächstes untersuchen die Kriminaltechniker das Innere des Wagens. Aus Erfahrung wissen sie, dass das Innere des Fahrzeugs bei einem solchen Aufprall einen beträchtlichen Schaden erlitten haben müsste. Keine Kratzer am Lenkrad, es ist noch intakt. Eine überraschende Feststellung. Die Ermittler des Kriminaltechnischen Instituts suchen mit Pinsel und Pulver nach Fingerabdrücken. Seltsamerweise finden sie keine, aber das ist noch nicht alles. Unmengen von Blut auf dem Rücksitz. Auch das ist ungewöhnlich. Es würde bedeuten, dass die Beifahrerin hinten saß und nicht vorne auf dem Beifahrersitz. Kein normaler Unfall. Im Kofferraum stoßen die Ermittler auf weiteres Beweismaterial. Verkohlte Stofffetzen, die auf einen Brandanschlag hinweisen. Dann findet die Polizei unter dem Auto etwas Verdächtiges. Ein Baumwollseil, das gebrannt hatte. Auf dem Benzintank unter dem Auto hatte sich etwas Ruß abgelagert. Das Seil muss also unter dem Auto gebrannt haben. Es sieht so aus, als wäre das Auto manipuliert worden. Deshalb soll es im Kriminaltechnischen Institut umfassend untersucht werden. In den Nachrichten wird über den tragischen Tod von Claire Parker berichtet. Es wird gemeldet, dass sie die Kontrolle über den Wagen verlor, ins Schleudern kam und am Ende im Auto den Tod fand. Doch hinter den Kulissen glauben die Ermittler an einen ganz anderen Hergang. Das Autopsieergebnis stützt ihren Verdacht. Das Ergebnis war eindeutig. Jemand hat das Opfer mehrfach mit einem stumpfen Gegenstand geschlagen. Immer auf dieselbe Stelle. Dadurch zersplitterte ihr Schädel und sie starb. Der Fall wird damit offiziell zu einem Tötungsdelikt. Das andere Opfer, die Beifahrerin und einzige Zeugin, ist Natasha Parker, Claires 18-jährige Tochter. Sie verliert immer wieder das Bewusstsein. Deshalb kann sie keine brauchbaren Hinweise liefern. Die Tochter scheint zu realisieren, dass ihre Mutter tot ist. Die einzigen verständlichen Worte von ihr haben mit ihrem Vater zu tun. Sie flüstert immer wieder den Namen ihres Vaters, fragt nach ihm. Die Ermittler sind besorgt. Der Mörder könnte es erneut auf Natasha abgesehen haben. Das Krankenzimmer wird deshalb rund um die Uhr bewacht. Zurück auf dem Revier erhalten die Kriminalbeamten einen Anruf. Ein Mann vermisst seine Frau. Es ist Russell Parker, Claires Ehemann. Die Ermittler unterhalten sich mit ihm. Sie erzählen Parker, was mit seiner Familie passiert ist. Er ist völlig aufgelöst und verspricht zu helfen. Im Moment ist der Fall völlig undurchsichtig, denn die Frage nach dem Mordmotiv ist ungeklärt. Nachforschungen über das Ehepaar Parker bringen nichts Ungewöhnliches zum Vorschein. Sie waren eine typische Mittelschichtsfamilie aus Kalifornien. Claire war Hausfrau, Russell arbeitete früher als Experte für Spezialeffekte in Hollywood.
Er war mal Techniker in einem Filmstudio. Als die Ermittler einige Nachbarn befragen, wird klar, Claires Verhalten in der Todesnacht war merkwürdig. Man sagte uns, dass Claire niemals nachts Auto fährt. Und sie trank selten Alkohol. Die im Auto gefundene Whiskyflasche passt also nicht ins Bild. Trunkenheit am Steuer kann ausgeschlossen werden. Sie trank gelegentlich ein Glas Wein, aber mehr nicht. Erstens trinkt sie nicht, zweitens fährt sie nicht nachts und drittens erst recht nicht, wenn ihre Tochter im Auto sitzt. Das war schon sehr merkwürdig. Im kriminaltechnischen Labor befassen sich die Experten zunächst mit Fingerabdrücken. Claires Abdrücke sind auf der Whiskyflasche, nicht jedoch auf dem Lenkrad. Die Ermittler vermuten, dass man sie erst getötet hat und dann in den Wagen setzte. Das war mit Sicherheit kein spontaner Mord. Er war durchdacht und kühl kalkuliert. Als nächstes wird das Auto untersucht. Im Zentrum steht dabei das Seil, das man unter dem Fahrzeug fand. Beide Enden des Seils waren verkohlt. Das Seil sah aus wie eine Zündschnur. Es hing an einem spitzen Metallstift, der an der Achse aufgeschraubt war. Nur wenige Zentimeter fehlten, dann hätte der Metallstift den Benzintank durchstochen. Der Metallstift sollte ein Loch in den Benzintank reißen. So wäre das Auto in Flammen aufgegangen. Die Theorie der Ermittler: Der Mörder hat die Zündschnur angezündet und das Auto so in eine rollende Bombe verwandelt. Der Mechanismus hätte das Auto zur Explosion gebracht, sobald es irgendwo aufprallt, etwa auf eine Betonwand. Doch das Fahrzeug kam offenbar nicht richtig in Schwung und rollte nur gegen einen Telefonmast. So wurde das Auto zwar stark beschädigt, aber der Benzintank ist nicht wie geplant explodiert. Nur so konnte die junge Natascha den Mordanschlag überleben. Auch der Inhalt des Kofferraums spielt nun eine Rolle. Hier war viel Glück im Spiel. Im Kofferraum befand sich ein Ersatzreifen. Als das Auto gegen den Mast prallte, verrutschte der Reifen und hat irgendwie den aufkeimenden Brand erstickt. Glücklicherweise kam es deswegen nicht zu einer Explosion. Die Kriminaltechniker konzentrieren sich jetzt auf den Metallstift, der den Benzintank hätte durchbohren sollen. Es ist der erste Gegenstand, der sie zum Mörder führen könnte. Der Stift wurde mit einem Werkzeug bearbeitet. Wir fanden deutliche Spuren. Sie stammen wahrscheinlich von einem Schraubstock, in den der Metallstift eingespannt wurde, als ihn der Täter bearbeitete. Und der Abdruck des Schraubstocks kann so einzigartig sein wie ein Fingerabdruck. Wenn man ein Werkzeug benutzt, dann prägt sich die Form der Arbeitsoberfläche auf dem Gegenstand ein. Zurück auf dem Revier haben die Kriminalbeamten noch immer keine Ahnung, warum Mutter und Tochter zu Opfern wurden. Zudem stellt sich die Frage, wo ist Russell Parker, der Ehemann? Er hatte einen Termin bei uns, doch er ist nie aufgetaucht. Die Kriminalbeamten konzentrieren sich jetzt auf das Umfeld der Parkers. Von Freunden erfahren sie, dass die Ehe der beiden nach 20 Jahren vor dem Aus stand. Es ging um viel Geld und Russell Parker wollte mehr, als ihm zustand. Die Beamten stoßen auf ein mögliches Mordmotiv. Claire hatte eine Lebensversicherung über 1 Million Dollar abgeschlossen. Russell Parker wird zum Hauptverdächtigen. Die Beamten erfahren auch, dass Russell seit einiger Zeit bereits eine neue Freundin hat, mit der er teilweise sogar schon zusammenlebte.
Doch eine schmutzige Scheidung und eine neue Frau machen aus Russell Parker noch lange keinen Mörder. Die Ermittler brauchen handfeste Beweise, die ihn mit dem Verbrechen in Verbindung bringen. Doch zuerst müssen sie ihn finden. Es stellt sich heraus, dass er ihnen näher ist, als sie glauben. Die junge Natascha, die den Anschlag überlebte, liegt immer noch im Krankenhaus. Überwachungskameras auf dem Flur zeigen plötzlich Russell Parker. Er geht direkt auf das Zimmer seiner Tochter zu. Die Wachposten schrecken ihn ab, aber Natascha scheint seine Gegenwart zu spüren. Sie erlangt endlich das komplette Bewusstsein wieder und erzählt der Polizei eine schockierende Geschichte. Sie kam nach Hause und traf ihren Vater, der völlig außer sich war. Er schrie und sprang auf sie. Er legte ihr Handschellen an und zog ihr schließlich eine Kapuze über den Kopf. Natascha sagt aus, dass ihre Mutter ein paar Minuten später nach Hause kam und ebenfalls angegriffen wurde. Sie erinnert sich noch genau an das Geräusch, wie ihre Mutter zu Boden fiel. Und Natascha erinnert sich noch an ein weiteres grauenvolles Detail. Sie erinnert sich, wie er sie ins Auto getragen hat. Neben sich hörte Natascha ihre Mutter noch atmen. Jetzt verstehen die Beamten, was Natascha im Krankenhaus meinte, als sie halb bewusstlos nach ihrem Vater fragte. Es war ein Hinweis auf den Mörder. Sie sagte, ich will meinen Vater nicht sehen. Er hasst mich und will mich umbringen. Natascha erzählt, wie sie die letzten Jahre in Angst leben musste. Solange sie ein kleines Mädchen war, schien alles in Ordnung zu sein. Doch je älter sie wurde, desto schrecklicher wurde er. Entfremdung ist in der Pubertät nicht unnormal, blanker Hass aber schon. Wir waren schockiert. Ich habe noch nie erlebt, dass ein Vater seiner leiblichen Tochter so etwas antut. Russell Parker ist der Hauptverdächtige. Aber die Ermittler benötigen weit mehr als Natashas Aussage, um ihn wegen Mordes anzuklagen. Sie brauchen handfeste Beweise. Die Polizei findet heraus, wer Parkers neue Freundin ist und beschattet sie. Außerdem holen sie sich einen Durchsuchungsbefehl für Parkers Haus. In der Garage finden sie Seilstücke, die zu denen unter dem Auto passen. Außerdem entdecken sie den Abdruck eines fehlenden Werkzeugs. Es könnte sich um den Schraubstock handeln, mit dem der Täter den Metallstift zurechtgebogen hat, um damit schließlich das Auto in Brand zu setzen. In der Wohnung weitere Fundstücke, massenweise Beweismaterial. Wir haben alles eingesammelt, unter anderem auch viele kleine Notizzettel. Viele Notizzettel stammen von Russell. Aus ihnen ergibt sich eine klare Absicht. Kauf Dosenerbsen, tank das Auto, kauf Handschellen, bring Motoröl. Portemonnaie überprüfen, Tücher organisieren, Alkohol kaufen, einen geeigneten Ort finden. Eine To-Do-Liste, die auf einen geplanten Mord hinweist. Wir glauben, dass er alles sorgfältig geplant hat. Die Liste ist ein sehr belastendes Beweismaterial. Doch sollte Natashas Aussage wirklich stimmen, müssten überall im Raum Blutspuren sein. Aber das ist nicht der Fall. Und die Ermittler wissen, warum. Er hat alles gewaschen. Und das lässt sich sogar beweisen. Wenn man Luminol auf eine Fläche sprüht, dann reagiert es mit Blut und leuchtet unter Schwarzlicht. Innerhalb von Minuten haben die Chemikalien alle Zweifel beseitigt. Das ist der Beweis. Hier war Blut. Viel Blut. Hier ist es geschehen. Blutrückstände, eine Versicherungspolice, To-Do-Listen für einen Mord. Gegen Russell Parker wird ein Haftbefehl erlassen, doch dieser ist inzwischen verschwunden.
Eine Woche später findet die Polizei in der Nähe des Flughafens einen verlassenen Wagen. Das Auto steht hier bereits seit einigen Tagen und scheint offenbar niemanden zu interessieren. Es stellt sich heraus, dass das Auto auf Russell Parker zugelassen ist. Als die Experten der Mordkommission den Kofferraum überprüfen, finden sie noch mehr Beweismaterial. Sie fanden Munition. Ebenso Handwaffen. Und den Schraubstock. Der Schraubstock. Wenn die Forensikerin Doreen Hudson und ihr Team eine Übereinstimmung zwischen dem Schraubstock und den Abdrücken auf dem Metallstift finden, können sie Parker direkt mit den Verbrechen in Verbindung bringen. Im Labor haben wir beides überprüft, den Schraubstock und den Metallstift. Wir vermuteten, dass der Metallstift damit bearbeitet wurde. Die Kriminaltechniker analysieren den Werkzeugabdruck auf dem Metallstift und vergleichen ihn mit denen, die der Schraubstock hinterlässt. Wir haben Bleibleche benutzt, um Abdrücke von der Arbeitsfläche des Schraubstocks zu erhalten. Wir haben nach Übereinstimmungen bei beiden Stücken gesucht und wurden fündig. Es gibt kein Werkzeug mit exakt demselben Riefenmuster. Wir konnten zweifelsfrei feststellen, dass der Metallstift mit diesem Werkzeug bearbeitet wurde. Es ist geschafft. Die Abdrücke auf dem Schraubstock bringen Parker mit dem manipulierten Auto in Verbindung. Jetzt müssen die Ermittler ihn nur noch finden. Dafür bringen sie seine Freundin aufs Revier. Als die Ermittler sie unter Druck setzen, verrät sie schließlich Parkers Aufenthaltsort. Die Ermittler fahren sofort hin. Sie sagte uns, in welchem Hotel er ist. Er war völlig überrascht, sagte überhaupt nichts. Als wir ihn verhafteten, hatte er eine große Summe Geld dabei und einen Australien-Reiseführer. Parker kommt wegen Mordes vor Gericht. Der Staatsanwalt trägt das Motiv vor: kaltblütige Habgier. Es ging um viel Geld und er wollte nichts davon mit seiner Tochter Natascha teilen. Er muss sie wirklich gehasst haben. Angesichts des erdrückenden Beweismaterials wird Russell Parker des vorsätzlichen Mordes sowie des versuchten Mordes für schuldig gesprochen. Er kommt lebenslänglich ins Gefängnis. Autopsie. Mysteriöse Todesfälle. Heute in Autopsie. Zwei Männer werden nur wenige Tage nacheinander erwürgt. Etwas verbindet die beiden Morde. Der Täter hat einen Gürtel als Visitenkarte dagelassen. Eine Mutter wird in ihrem eigenen Haus brutal erstochen. Hat ihr Ex-Mann den perfekten Mord gegoogelt? Entweder ist er ein eiskalter Killer oder einfach nur ein wirklich merkwürdiger Mann. Ein Mann erschießt eine schwangere Frau, angeblich im Auftrag einer Geheimorganisation. Um in die Organisation aufgenommen zu werden, musste er erst jemanden umbringen. Eine friedliche Gegend am Rand von Hollywood. Das Viertel ist die Heimat vieler Einwandererfamilien, die hier nach dem amerikanischen Traum streben. Marguerite Martinez betritt die Wohnung ihres Schwagers Luis Garcia. Doch Luis ist tot. Luis! Sofort ruft sie die Polizei. Die Beamten der Mordkommission beginnen umgehend mit der Spurensicherung. Als erstes untersuchen sie die Leiche. Ihm wurde mehrmals ins Gesicht geschlagen. Es war ein Stromkabel um seinen Hals gewickelt. Das Kabel stammte von einem Radiowecker.
Die Beamten vermuten, dass der Mörder ein Mann ist, denn er musste stark genug sein, um das Kabel in eine tödliche Waffe zu verwandeln. Ein Fundstück kommt dem Ermittler merkwürdig vor. Ein Gürtel. Er lag direkt neben der Leiche. Die Ermittler versuchen jetzt, den Tatablauf zu rekonstruieren. Auf dem Kissen befand sich Blut. Mein Eindruck war, dass das Opfer geschlafen hat, als es den ersten Schlag abbekam. Es gibt noch mehr Hinweise, die für einen kaltblütigen Mord sprechen. Eine Spur aus Blutstropfen führte vom Flur bis ins Bad. Es sieht so aus, als ob sich der Täter nach dem Mord noch die Hände gewaschen hat. Die Experten der Spurensicherung nehmen einige Blutproben, um sie später im Labor zu analysieren. Dann entdecken die Ermittler etwas, das auf ein mögliches Tatmotiv hindeuten könnte. Wir fanden ein leeres Schmuckkistchen, übersät mit Blutspuren. Aber die Ermittler gehen nicht davon aus, dass Luis Garcia nur wegen ein paar Wertsachen sterben musste. Sie vermuten, dass ein sehr viel persönlicheres Motiv dahinter steckt. Außerdem war der Täter nicht besonders sorgfältig darin, seine Spuren zu verwischen. Bei den vorhandenen Spuren, die wahrscheinlich von einem Kampf stammen, sind wir uns sicher, dass wir auch Blut vom Täter finden werden. Bisher wissen die Ermittler noch nicht, was der Gürtel neben der Leiche zu bedeuten hat. Denn dieser scheint dort absichtlich platziert worden zu sein. Es könnte eine Art Visitenkarte des Täters sein. Die Ermittler hoffen, dass der Gürtel sie direkt zum Täter führt. Bis die Ergebnisse aus dem Labor vorliegen, befragen sie zunächst alle Nachbarn des Toten. Auf den ersten Blick war es ein schiefgelaufener, gewöhnlicher Einbruch. Die Ermittler müssen bis zum nächsten Morgen auf die Ergebnisse aus dem Labor warten. Schließlich erfahren sie, dass alle Fingerabdrücke vom Tatort zum Opfer Luis Garcia gehören. Das ganze Viertel stand unter Schock. Die Menschen hatten Angst, weil ein Mörder in ihrer Gegend immer noch frei rumlief. Das hat den Druck auf uns noch erhöht. Dann taucht plötzlich eine zweite Leiche auf. Der Mord passierte nur eine Woche nach dem ersten und es gab gewisse Ähnlichkeiten. Er wurde erwürgt. Der Mörder hat einen Gürtel so eng um den Hals des Opfers gezogen, dass die Zahnprothese herausgesprungen war. Und wieder ein auffälliges Fundstück. Wir fanden einen aufgerollten Gürtel neben der Leiche. Bei dem zweiten Opfer handelt es sich um den 65-jährigen Willie Nichols. Er ist geschieden und hat zwei Kinder. Das Opfer hatte regelmäßig Kontakt zu seiner Familie aus Los Angeles. Willie Nichols lebte nur wenige Straßen vom ersten Opfer, Luis Garcia, entfernt. Türen und Fenster wiesen keine Einbruchsspuren auf. Entweder kannte das Opfer den Täter oder er hat ihn freiwillig hereingelassen. Die leeren Bierflaschen könnten bedeuten, dass Täter und Opfer sich sogar gut verstanden haben. Wahrscheinlich war der Täter eine Weile hier. Irgendwann ist der Täter dann auf Nichols losgegangen und hat ihn schließlich getötet. Warum er das tat, können sich die Ermittler bisher nicht erklären. Noch rätselhafter sind die vielen Gegenstände, die bei der Leiche platziert sind. Wir fanden einige Fotos, Zigaretten und einen Spielzeugdinosaurier. Alles fein, säuberlich und bewusst neben dem Opfer hingelegt. Für mich und meine Kollegen war das ein sehr ungewöhnlicher Tatort. Die Anordnung all dieser merkwürdigen Gegenstände gibt den Ermittlern Rätsel auf. Es ist offensichtlich, dass nichts zufällig dort liegt, sondern dass der Täter jedes einzelne Objekt so platzierte. Anscheinend hat der Mörder anschließend noch die Wohnung des Opfers durchwühlt. Wir fanden einen Brief von der Bank des Opfers mit einer EC-Kartenabrechnung. Doch die dazugehörige EC-Karte fehlte.
Das Team der Spurensicherung findet in der Wohnung zahlreiche Fingerabdrücke. Ich fand Fingerabdrücke auf einer Fernbedienung, auf dem Spiegel und auch auf einer Schnapsflasche, die auf dem Kühlschrank stand. Die gleichen Fingerabdrücke, die merkwürdig angeordneten Gegenstände und der auffällige Gürtel. Die Ermittler sind sich sicher, dass beide Morde zusammenhängen. Der Tathergang war ähnlich. Beide Morde passierten in der gleichen Woche und dann war da noch dieser auffällige Gürtel. Diese beiden Fälle mussten zusammengehören. Inzwischen werden die Fingerabdrücke vom zweiten Tatort im Kriminaltechnischen Institut analysiert. Die meisten Abdrücke sind stark verwischt. Trotzdem können die Experten feststellen, dass sie eindeutig nicht vom Opfer stammen. Die Ermittler gehen also davon aus, dass es der Täter war, der seine Abdrücke auf der Flasche am Tatort hinterlassen hat. Wenn wir einen Verdächtigen finden, brauchen wir also nur noch die Fingerabdrücke zu vergleichen. Der forensische Experte Larry Blanton untersucht im Labor die zahlreichen Blutspritzer vom Tatort. Er führt mit jeder einzelnen Probe eine DNA-Analyse durch. 7 Proben gehörten zum Opfer. Bei einer war das Blut vermischt. Nur eine einzige gehörte eindeutig nicht zum Opfer. Sehr interessant für uns. Diese DNA-Spur könnte letztendlich der entscheidende Hinweis sein, der die Ermittler zum Täter führt. Wenn die Beamten einen Verdächtigen finden, können sie seine DNA mit dieser Probe vergleichen. Aber bisher konnte die Polizei noch keinen Verdächtigen finden. Dass die Fingerabdrücke auf der Whiskyflasche verschmiert waren, erschwert die Suche noch zusätzlich. Dann erhalten die Ermittler von einer Bank eine wichtige Information über die gestohlene EC-Karte des zweiten Opfers Willie Nichols. Möglicherweise führt dieser Hinweis zum Täter. Die Karte wurde benutzt. In einigen Supermärkten und an verschiedenen Bankautomaten. Wir haben uns die Videoaufnahmen der Bankautomaten besorgt. Ein Standbild aus einem der Videos zeigt das unscharfe Foto der Person, die die Karte benutzte. Diese Person ist der Hauptverdächtige. Auf dem Video war ein etwa 40 Jahre alter Mann mit einer Lederjacke zu sehen. Wir erfuhren von der Familie des Opfers, dass diese Jacke Willie Nichols gehörte. Die Jacke des Opfers ist eine eindeutige Spur. Die Polizei verteilt Bilder und Steckbriefe des Verdächtigen in der ganzen Stadt. Es dauert einige Tage, dann erhalten die Ermittler einen anonymen Anruf und einen wichtigen Hinweis. Der Anrufer sagte, dass der gesuchte Mann vor einem Krankenhaus auf dem Parkplatz stehen würde. Die Ermittler fahren umgehend zu der Klinik. Dort treffen sie auf den gesuchten Mann, der bis zu diesem Zeitpunkt Patient in dem Krankenhaus war. Sein Name ist Robert Rose. Er wird vorerst verhaftet. Auf dem Revier befragen ihn die Beamten zu den gestohlenen Geldkarten. Er leugnete, die Person jemals gesehen zu haben. Als wir ihm dann Bilder vom Tatort und der Leiche gezeigt haben, schwieg er auf einmal. Rose bricht das Gespräch ab. Für die Ermittler ein weiterer Hinweis, dass ihr Verdacht stimmt. Die Fotos von den Bankautomaten reichen aus, um ihn vorerst in Untersuchungshaft zu nehmen. Wir hatten nur 48 Stunden, um ihn zu überführen. Als nächstes wird der Name Robert Rose im Polizeiregister überprüft. Er hatte vor 10 Jahren jemanden erwürgt und war gerade auf Bewährung frei. Es scheint so, als hätte er wieder zugeschlagen. Ich vermute, dass Robert Rose mit der Zeit eine Vorliebe dafür entwickelte, seine Opfer zu erwürgen. Wir mussten jetzt seine DNA mit den Proben vom Tatort vergleichen. Das gleiche gilt natürlich für seine Fingerabdrücke.
and compare that to our evidence. Wenige Stunden später wird im Labor die Analyse des verwischten Fingerabdrucks von der Whiskyflasche wiederholt. Als man ihn das erste Mal untersuchte, konnte man diesen Abdruck niemandem zuordnen. Doch jetzt vergleichen die Experten ihn mit den Abdrücken des verdächtigen Robert Rose. Das Ergebnis überrascht die Ermittler nicht. Die Ergebnisse zeigten, dass der Fingerabdruck auf der Flasche mit dem Fingerabdruck des Hauptverdächtigen übereinstimmt. Das beweist, dass Robert Rose in Willie Nichols' Apartment war. Im DNA-Labor vergleicht man die Blutspuren vom Tatort mit den Proben des Verdächtigen. Alle Spuren führen zu Robert Rose. Trotz der Übereinstimmung gibt es ein Problem. Wir haben jetzt den Beweis, dass Robert Rose am Tatort war. Aber das bedeutet nicht zwangsweise, dass er der Killer ist. Unser Job ist noch nicht erledigt. Die Ermittler konzentrieren sich noch einmal auf die auffälligen Gürtel, die man bei beiden Morden gefunden hatte. Es wirkte, als hätte sie der Täter absichtlich dort platziert. Die Beamten vermuten, dass es sich bei Robert Rose um einen Serienkiller handelt und dass der Gürtel sein Markenzeichen ist. Dieser Verdacht bringt sie dazu, noch einmal den Fall zu überprüfen, wegen dem Rose bereits vor 10 Jahren verurteilt wurde. Es stellt sich heraus, dass es bei diesem Mord eine wichtige Parallele zu den aktuellen Morden gibt. In dem zurückliegenden Fall befand sich auch ein Gürtel neben der Leiche. Wir verglichen die Morde und die Beweisstücke und kamen immer wieder auf Robert Rose zurück. 3 Morde, 3 Gürtel. Und jedes Mal wurde das Opfer erwürgt. Außerdem hinterlässt der mysteriöse Gürtelmörder jedes Mal verschiedene Gegenstände am Tatort. Es war, als würde Robert Rose nach jedem Mord etwas von sich am Tatort zurücklassen. Das war sein Modus operandi, sein Muster. Robert Rose hat seine Opfer nur aus einem Grund getötet: Geld. Mit den gestohlenen EC-Karten wollte er die Konten der Opfer plündern. Kurz vor dem Gerichtsprozess setzen ihn die Ermittler noch mehr unter Druck und konfrontieren ihn mit den DNA- und Blutproben. Rose wusste, dass er die Todesstrafe bekommen würde, also hat er ein Geständnis abgelegt. Rose wird vom Gericht verurteilt und bekommt lebenslänglich, ohne eine Chance auf Bewährung. Es ist Herbst in der kleinen Stadt Lawrence im Bundesstaat Kansas. Gegen Mittag geht bei der Polizei ein Anruf ein. Der Mann am Telefon heißt Larry Lima. Er vermisst seine Verlobte Carmen Ross. Seit 36 Stunden hat er nichts mehr von ihr gehört. Die Notrufzentrale schickt umgehend einen Beamten zum Haus der Frau. Es ist der Kriminalbeamte Doug Woods. Als er am Haus eintrifft, rechnet er bereits mit dem Schlimmsten. Der Verdacht des erfahrenen Ermittlers bestätigt sich. In dem Raum, in dem ich ihre Leiche fand, war ein ziemliches Durcheinander. Pflanzen und Möbel waren umgeworfen. Überall befand sich Blut. Hier hatte ein heftiger Kampf stattgefunden, denn der Rest des Hauses war ganz normal. Dem Opfer wurde mehrmals in den Nacken und in die Brust gestochen. Die Brutalität dieses Kampfes muss enorm gewesen sein. Hier war jemand völlig außer sich. Wir fanden im Wohnzimmer keine Waffen oder irgendwelche Anzeichen für einen Selbstmord. Kurz danach trifft auch der Kriminalbeamte Pat Pollock am Tatort ein und untersucht Fenster und Türen. Es gab keine Anzeichen eines gewaltsamen Eindringens. Es besteht die Möglichkeit, dass sie den Eindringling kannte. Meine erste Vermutung war, dass sie den Täter freiwillig hereingelassen hat. Oder er war bereits im Haus, als sie ihn entdeckte.
Der Fall landet auf dem Schreibtisch der Staatsanwältin Angela Wilson. Es war ganz eindeutig, dass die Gewalt sehr ausgeprägt und sehr zielgerichtet war. Das hier war kein Einbruch. Es war kein Raubüberfall. Der Täter war niemand, der hier etwas stehlen wollte. So wie der Tatort aussah, hatte der Mörder nur ein einziges Ziel. Er wollte Carmen Ross töten. Kriminaltechniker durchsuchen das Haus. Die Experten nehmen Fingerabdrücke, fotografieren die Ausrichtung der Blutstropfen und suchen nach weiteren Hinweisen. Wir haben einige Blutproben genommen und auch Haare gefunden. Wir analysieren, ob sie mit dem Verbrechen in Verbindung stehen. Am späten Nachmittag liegt das Ergebnis der Gerichtsmedizin vor. Carmen Ross starb an 28 Stich- und Schnittwunden in Kopf, Hals und Brust. Die Rechtsmediziner beschreiben diesen Mord als den brutalsten in der gesamten Geschichte von Douglas County. Carmen Ross war erst vor 3 Monaten aus der Kleinstadt Manhattan im Bundesstaat Kansas nach Lawrence gezogen. Ironischerweise hatte sie vor ihrem Tod selbst als Strafermittlerin für die Polizei gearbeitet. Seit einigen Wochen ist sie mit Larry Lima verlobt, dem Mann, der die Polizei gerufen hatte. Ein weiterer Mann in Carmens Leben ist ihr Ex-Ehemann Tom Murray, ein 48-jähriger Englischprofessor an der Kansas State University. Carmen und Tom waren 18 Jahre verheiratet, bevor sie sich 6 Monate vor Carmens Tod scheiden ließen. Sie hatten das gemeinsame Sorgerecht für ihre Tochter Kira. Die Ermittler befürchten, dass nun auch Tom und Kira in Gefahr sein könnten. Ich habe versucht herauszufinden, wo die Tochter ist, ob sie sich schlimmstenfalls sogar immer noch im Haus versteckt. Vom Verlobten der Toten, Larry Lima, habe ich dann erfahren, dass sie für einige Tage bei ihrem Vater Tom Murray ist. Ich bin also sofort dorthin gefahren, um sicherzustellen, dass es beiden gut geht. Der Ermittler Doug Woods und sein Kollege Pat Pollock fahren ins 140 Kilometer entfernte Manhattan zum Haus von Tom Murray. Er und die kleine Tochter Kira sind wohlauf. Ich habe ihm gesagt, dass seine Frau ermordet wurde und dass wir darüber sprechen müssen. Wir sind dazu auf das Polizeirevier von Riley County gefahren. Tom Murray ist sehr kooperativ und erklärt sich bereit, mit den Beamten aufs Revier zu fahren. 7 Stunden, nachdem man die Leiche seiner Ex-Frau entdeckt hat, sitzt der 48-jährige Universitätsprofessor nun freiwillig im Verhörraum. Wir haben mit ihm als erstes über das Verhältnis zu seiner Ex-Frau gesprochen. Ich wollte mir ein Bild von ihm machen. Murray erzählt den Beamten, wie es zur Scheidung von seiner Frau kam. Ein Grund war ihre Affäre mit ihrem jetzigen Verlobten Larry Lima. Dann überrascht er die beiden Beamten mit einer außergewöhnlichen Aussage. Er sagte, er versteht, warum er für uns als mutmaßlicher Täter in Frage kommt. Er sei ja der Ex-Ehemann und in einen Sorgerechtsstreit verwickelt. Den Kriminalbeamten fällt auf, dass Murray auf jede ihrer Fragen die scheinbar perfekte Antwort hat. Ich hatte das Gefühl, dass er sich vielleicht im Internet über Mordermittlungen und Verhörsituationen informiert hatte. Ich habe also ganz gezielte Fragen gestellt, um einen Durchsuchungsbefehl für seinen PC zu erwirken. Mit seinen Aussagen und seinem Verhalten macht sich der Universitätsprofessor bei den Ermittlern verdächtig. Doch ohne konkrete Beweise können sie ihn nicht länger festhalten. Die meisten Leute, die ich in meiner Karriere befragt habe, sind nicht so strategisch auf unsere Fragen vorbereitet wie Murray. Er glaubt wohl, dass es für ihn kein Problem ist, ein paar einfache Polizisten mit seinen Antworten auszutricksen. Am Tag nach seiner Befragung nimmt sich Tom Murray einen Anwalt und verweigert jede weitere Kooperation mit den Ermittlern. Ihr Bauchgefühl sagt ihnen, dass Murray ihr Hauptverdächtiger ist. Auf der Suche nach einem Motiv sprechen sie mit der Sozialarbeiterin, die im Sorgerechtsstreit zwischen Murray und seiner Ex-Frau vermitteln sollte.
Wir erfuhren, dass es wenige Tage vor Carmens Tod einen heftigen Streit gab. Carmen hatte ihren Ex-Mann darüber informiert, dass sie vorhabe, mit ihrem Verlobten Larry Lima zusammenzuziehen. Und zwar so lange, bis die Sorgerechtsfrage für ihre Tochter endgültig geklärt sei. Tom reagierte geschockt auf diese Ankündigung. Die Ermittler haben nun ein mögliches Motiv. Sie vermuten, dass Murray seine Ex-Frau ermordet hat, um so das alleinige Sorgerecht für seine Tochter zu bekommen. Aufgrund seines verdächtigen Verhaltens im Verhör bekommen die Beamten einen Durchsuchungsbefehl für die Wohnung von Tom Murray. Sie beschlagnahmen einige Kleidungsstücke, kistenweise Akten und vor allem seinen Computer. Im Haus des Verdächtigen war nichts, was sofort darauf hindeutete, dass er der Täter ist. Auch in den zahlreichen Akten, die wir beschlagnahmt haben, war kein einziger Hinweis zu finden. Es war enttäuschend, denn die erhoffte heiße Spur haben wir nicht gefunden. Die Ermittler sind weiterhin davon überzeugt, dass Murray der Mörder ist und stellen ihm eine Falle. Sie behaupten, Blut des Opfers in seinem Haus gefunden zu haben. Murray behauptet, dass seine Frau sich beim Kuchenanschneiden verletzt hat. Als ich mir die Verhörvideos angesehen habe, dachte ich mir, entweder ist er ein kaltblütiger Mörder oder ein sehr merkwürdiger Mann. Er hat sich ständig selbst mit dem Mord in Verbindung gebracht und uns Erklärungen geliefert, warum wir Beweise finden würden. Allerdings hatten wir zu diesem Zeitpunkt noch gar keine Beweise gefunden. Trotzdem hatte er für alles bereits eine Erklärung auf Lager. Die Ermittler müssen ihre Strategie ändern. Da konkrete Beweise weiterhin fehlen, wird aus dem Mord ein reiner Indizienfall. Die Beamten beginnen nun damit, einen zeitlichen Ablauf für den Tag des Mordes zu erstellen. Dabei stoßen sie auf Widersprüche zwischen Murrays Aussagen und den Befragungen mit Kiras Babysitter. Murrays Aussage darüber, wann er seine Tochter der Babysitterin übergab, passt nicht zu den Angaben, die die Babysitterin gemacht hat. Laut der Aussage der Babysitterin war es jedoch spätestens 8:15, als Murray seine Tochter bei ihr ablieferte und nicht 9:15. So öffnet sich ein mögliches Zeitfenster für den Mord. So hätte er die Zeit gehabt, von seinem Wohnort bis nach Lawrence zu fahren und das Verbrechen zu begehen. Niemandem wäre etwas aufgefallen. Die Babysitterin gibt noch einen weiteren interessanten Hinweis. Sie hat uns erzählt, dass die Kleidung, die Murray morgens anhatte, nicht die gleiche war, die er mittags trug, als sie seine Tochter zu ihm zurückbrachte. Die Ermittler errechnen einen möglichen Zeitplan. Um 8:15 Uhr setzt Murray seine Tochter bei der Babysitterin ab. Nach 90 Minuten Fahrt erreicht er um 9:45 das Haus von Carmen. 30 Minuten braucht er für den Mord. Nach 90 Minuten Fahrt ist er um 11:45 wieder bei sich zu Hause. Um 11:45 bringt die Babysitterin seine Tochter wieder bei ihm vorbei. Seit dem Mord sind 2 Monate vergangen und der Kriminaltechniker Dean Brown hat inzwischen den Computer von Murray analysiert. Während des Verhörs hat Murray immer äußerst empfindlich auf alle Fragen reagiert, die sich auf seinen Computer bezogen. Weil er so viel über Verbrechen wusste, haben ihn die Beamten gefragt, ob er sein Wissen aus dem Internet hat. Also haben wir seinen Computer daraufhin untersucht, ob er irgendwelche Nachforschungen angestellt hat, wie man ein Verbrechen begeht. Der Kriminaltechniker Brown findet tatsächlich versteckte und teilweise gelöschte Dateien auf Murrays Computer. Das Ergebnis erschüttert den erfahrenen Experten. Er hatte nach Gift gesucht, nicht nachweisbarem Gift, hauptsächlich Nervengift. Nur einige Zeit bevor der Mord geschah, hatte er im Internet nach verschiedenen Möglichkeiten gesucht, wie man jemanden umbringen könnte. Der Computerexperte kann sogar herausfinden, welche Suchbegriffe Murray im Internet eingegeben hat. Mörder anheuern,
Wo finde ich einen Killer? Und wie bringt man jemanden um, ohne gefunden zu werden? Ich hatte erwartet, dass er sich darüber informiert, wonach die Polizei an einem Tatort sucht oder wie man seine Spuren verwischt. Dass er tatsächlich den perfekten Mord gegoogelt hat, überraschte mich dann doch sehr. All diese Suchanfragen hatte er nur wenige Tage vor dem Tod seiner Ex-Frau eingegeben. Für uns war das ein großer Durchbruch. Die Kriminaltechniker entdecken außerdem noch eine E-Mail, die Murray an einen Bekannten geschickt hatte. Darin beschreibt er seine Angst, das Sorgerecht für seine Tochter zu verlieren und dass er sich machtlos fühlt. Wie ein Tier, das man in eine Ecke gedrängt hat. Die Ermittler haben jetzt den Beweis, dass Murray ein sehr starkes Motiv hatte, seine Frau umzubringen. Während der Hausdurchsuchung hatten wir einen Tankstellenbeleg gefunden, der zwei Tage vor Carmens Tod ausgestellt worden war. Murray hatte den Wagen vollgetankt. Als wir sein Auto am Tag des Mordes untersuchten, haben die Kollegen das Armaturenbrett fotografiert. Der Tank war nur noch etwa ein Viertel voll. Der hohe Benzinverbrauch ist ein weiterer Beweis dafür, dass Murray die 90 Kilometer zum Haus seiner Frau gefahren ist und dass er im Verhör gelogen hat. Staatsanwältin Angela Wilson ist sich nun sicher, dass Murray der Mörder seiner Ex-Frau ist und bereitet die Anklage vor. Wir wussten, dass wir die richtige Person hatten und es ging einfach nur noch darum, können wir das mit den Indizien, die uns vorliegen, auch beweisen? Wir waren allen Hinweisen nachgegangen, hatten ausführliche Verhöre geführt. Wir wussten, es ist ein guter Fall, aber ein schwieriger. Fünfzehn Monate nach dem Mord an Carmen Ross wird schließlich der Prozess gegen Tom Murray eröffnet. Der Fall erregte öffentliche Aufmerksamkeit, weil ein angesehener Universitätsprofessor unter Mordanklage stand. Die Staatsanwältin kann dem Gericht keine konkreten Beweise vorlegen. Stattdessen konzentriert sie sich auf die zahlreichen Indizien. Die wichtigsten Indizien waren das Zeitfenster, welches er nutzte, und sein starkes Motiv und seine Internetrecherchen. Staatsanwältin Wilson stützt sich auf den sogenannten CSI-Effekt. Der CSI-Effekt entstand durch die vielen Crime-Serien im Fernsehen. Die Menschen gehen davon aus, dass man jeden Mord mit Hilfe forensischer Methoden lösen kann. Und dass man einfach seine kleine orangefarbene Brille aufzieht, das Blaulicht einschaltet und man plötzlich das Beweismaterial findet, das man vorher nicht gesehen hat. Ich versuchte dem Gericht klarzumachen, dass Murray nicht unschuldig ist, nur weil im Haus keine DNA-Spuren von ihm gefunden wurden. Die Argumentation der Staatsanwältin verfehlt ihre Wirkung nicht. Murrays Anwälte versuchen zwar alle Erklärungen als Spekulationen darzustellen, doch die Geschworenen lassen sich davon nicht beeindrucken. Nach vier Verhandlungstagen wird das Urteil verkündet. We, the jury, find the defendant Thomas E. Murray guilty of murder in the first degree. Ich stand im hinteren Teil des Gerichtssaals und die Emotionen waren einfach überwältigend. Es war, als würde jemand ein gewaltiges Gewicht von unseren Schultern nehmen. Tom Murray bekommt für den Mord lebenslänglich. Bis zum Jahr 2030 darf er keinen Antrag auf Haftentlassung einreichen. Zum Schutz der Tochter Kira bleibt ihr Aufenthaltsort geheim. Am Fuße des verschneiten Mount Shasta liegt Cottonwood, eine friedliche christliche Gemeinde an der Grenze Kaliforniens. Die Ruhe der Stadt wird durch einen Anruf bei der Polizei gestört. Am späten Nachmittag erhielten wir auf der Polizeiwache von Shasta County einen Notruf von einem Mann. Er sagte, er heißt Dale Gordon. Er sei der Mitbewohner von Todd und Carol Gordon.
Todd and Carol Garten. What was your emergency? Okay, we have a pregnant woman. Uh-huh. And she's on the floor, bleeding. Maybe somebody shot somebody here. I don't know what's going on. Als Polizei und Rettungssanitäter eintreffen, ist es bereits zu spät. Als ich an dem Haus ankam, fand ich Carol Garten auf dem Boden. Sie war im 8. Monat schwanger. Sie und ihr Baby waren tot. Es war ganz offensichtlich, dass auf sie geschossen wurde, mehrmals. Da war unglaublich viel Blut zu sehen. Die Sanitäter, die nichts unversucht lassen, mussten sie vom Schlafzimmer in die Küche ziehen, um für die Reanimation mehr Platz zu haben. Weil sie so stark geblutet hatte, verteilte sich das Blut im ganzen Flur. Wir mussten jetzt unbedingt den Täter finden. Am Haus waren keine Einbruchsspuren zu entdecken. Wir gehen also davon aus, dass der Täter ein Freund oder Familienmitglied ist. In einem Mordfall befragt man immer zuerst die nächsten Verwandten des Opfers. Wenn man den Mörder nicht innerhalb der ersten 72 Stunden zu fassen kriegt, wird es immer schwierig. Der Ehemann, Todd Garten, sagt aus, dass er mit seiner Frau auf einer Waffenausstellung gewesen sei. Da er noch länger bleiben wollte, hat Norman Daniels, ein Freund der Familie, seine Frau nach Hause gefahren. Norman Daniels war der Letzte, der Carol lebend gesehen hat. Norman Daniels ist ein 30-jähriger Tankwart und lebt ebenfalls in Cottonwood. Die Ermittler fahren mit einem Durchsuchungsbefehl zu seinem Haus, doch Daniels ist nicht da. Als wir das Haus durchsuchten, fanden wir tatsächlich eine Waffe. Eine 44er Rossi, die später als die Mordwaffe identifiziert wurde. Außerdem fanden wir Kleidung mit Blutspuren des Opfers Carol Garten. Draußen auf dem Rasen entdeckten wir noch einige Patronenhülsen. Es war wirklich viel Beweismaterial vorhanden. Die Polizei sichert alle Beweismittel und wartet auf den Verdächtigen. Erst nach einigen Stunden kommt Norman Daniels nach Hause. Er wird sofort verhaftet und zum Verhör auf das Revier gebracht. Im Laufe der Befragung erfahren die Ermittler, dass der Ehemann des Opfers, Todd Garten, auch noch sein Arbeitgeber ist. Norman erzählt den Beamten noch mehr über seinen Vorgesetzten. Todd Garten war angeblich Mitglied bei der Terrororganisation IRA und später als Scharfschütze bei den Marines. Norman war davon fasziniert. Daraus hat sich bei ihnen eine enge Bindung entwickelt, ähnlich wie beim Militär. Die Ermittler konfrontieren Norman Daniels im Verhör mit den belastenden Beweisen, die man bei ihm fand. Auf den sichergestellten Patronenhülsen sind seine Fingerabdrücke. Was noch schwerer wiegt, ist, dass es sich bei der Waffe, die man bei ihm fand, eindeutig um die Tatwaffe handelt. Daniels sieht ein, dass seine Situation ausweglos ist und beginnt ein Geständnis abzulegen. Er sagte uns, er hätte Carol aus Eifersucht getötet. Für die Beamten klingt das zu einfach. Sie bleiben hartnäckig und wollen mehr von Norman wissen. Die Geschichte, die er uns dann auftischte, konnten wir einfach nicht glauben. Was Daniels den Beamten erzählt, klingt wie aus einem Hollywood-Film. Norman Daniels sagte uns, dass er von einer Geheimorganisation angeheuert wurde, die sich die Firma nennt, und dass er von ihr den Auftrag bekam, Carol Garten zu töten. Daniels sagt den Ermittlern, dass sein Arbeitgeber Todd Garten ihm von der Organisation erzählte. Diese Vereinigung, die sich die Firma nennt, besteht angeblich aus Ex-CIA-Leuten und ehemaligen Mitgliedern der irischen Terrorgruppe IRA. Sie arbeiten weltweit als Auftragskiller und können nur auf sehr geheimem Weg kontaktiert werden. Trotzdem führen die Mitglieder der Firma ein nach außen hin normales Leben. Für Norman Daniels war Todd Garten ein Vorbild. Er wollte so sein wie er und fragte Todd, ob er auch Mitglied bei der Firma werden könne.
Norman Daniels hatte im Verhör nicht sofort gestanden. Anscheinend hatte er mehr Angst vor der Firma als vor der Polizei. Aber was er dann erzählte, klang so seltsam, dass die Beamten nicht wussten, ob sie es glauben sollen oder nicht. Ich meine, Auftragskiller, Geheimagenten, all das war einfach zu durchgeknallt, um wirklich wahr zu sein. Angeblich war die Aufnahmebedingung, dass er eine Person töten muss, die ihm nahesteht. Diese Person sollte Carol Garten sein. Den Auftrag, sie zu töten, überbrachte ihm sein Arbeitgeber Todd. Doch die Ermittler brauchen einen Beweis für diese abenteuerliche Geschichte. Der beste Weg, so eine Verschwörung aufzudecken, ist ein Telefongespräch der Verschwörer auf Band aufzunehmen. Wir ließen Norman also bei Todd anrufen, in der Hoffnung, dass Todd eine Art indirektes Geständnis ablegt. Wenn er zum Beispiel Dinge weiß, die nur die Verschwörer wissen können. Hello. Hey, Tom. What's going on? Talk to me here. I talked to you of jealousy. So you said you did? I had a search warrant, and they went in. Yeah? I got the pistol. It was, only obvious. Listen, I'm gonna get on the phone, big boys, and see what we can pull here. Okay. Okay? During that conversation, Todd hatte Norman am Telefon gesagt, ich spreche mit den Bossen und sehe, was wir für dich tun können. Wir gehen davon aus, dass er damit die Firma meint. Er hat Norman außerdem versprochen, ihm und seiner Familie Geld zu organisieren. Todd Garten sprach tatsächlich von den Bossen der Firma. Das hat mich völlig umgehauen. Die Ermittler haben jetzt eine Tonbandaufzeichnung davon, wie Todd Garten dem Mörder seiner schwangeren Frau Hilfe anbietet. Auf der Beerdigung von Carol wird Todds Verhalten weiterhin beobachtet. Tatsächlich taucht er dort nicht allein auf, sondern mit seiner neuen Freundin. Wir saßen alle gemeinsam in der Kapelle. Freunde, Familie, alle geschockt wegen dem, was passiert war. Und dann kommt Lynn in die Kapelle spaziert, scheinbar sogar gut gelaunt darüber, hier zu sein. Lynn und Todd waren zu Schulzeiten schon mal ein Paar. Seitdem schwärmte sie für ihn. Lynn war wie ein Groupie. Sie hätte alles getan, um Todds Nummer 1 zu sein. Direkt nach der Beerdigung seiner Frau wurde Todd mit Lynn im Swimmingpool eines Hotels gesehen. Die Leute fragten sich natürlich, was das soll. Immerhin ist seine Frau erst seit einigen Tagen tot. Die eigene Ehefrau wegen der neuen Freundin beseitigen lassen. Nun haben die Ermittler ein mögliches Motiv für die Tat. Sie wollen jetzt von Norman Daniels wissen, wie es zu dem Mord kam. Daraufhin erzählt Norman bereitwillig von dem Tag, als Todd ihm den Auftrag von der Firma überbrachte. Todd Garten kam zu Norman Daniels mit einem großen Briefumschlag. Er war mit einem aufwendigen Siegel aus Wachs verschlossen. Bevor Norman den Brief öffnen darf, warnt Todd ihn noch einmal. Wenn du ihn geöffnet hast, gibt es kein Zurück. Du musst die Mission dann ausführen. Norman war einverstanden und öffnete den Umschlag. Die Anweisung lautete, töte die Person auf dem Foto, deren Kopf eingekreist ist. Als Norman das Foto sah und erkannte, um welche Person es sich handelte, traf es ihn wie ein Schlag. Auf dem Foto war Carol Garten, Todds Frau. Während Norman kaum glauben kann, was er da sieht, scheint Todd sehr gefasst zu sein. In dem Brief der Geheimorganisation, die sich die Firma nennt, steht, dass Carol die Organisation angeblich verraten hätte und deshalb sterben muss. Norman erzählt den Beamten, dass Todd als Überbringer der Nachricht völlig ruhig blieb. Er hat sogar noch einmal betont, dass Norman gar keine Wahl hätte. Entweder er tötet Carol oder er wird von der Firma selbst getötet. Eine scheinbar schwierige Entscheidung, denn Norman ist seit Jahren mit Carol befreundet. Todd bringt noch eine weitere Person ins Spiel, Lynn Noyes. Sie soll Norman unterstützen. Vor allem soll sie ihn jedoch im Auftrag der Organisation überwachen.
Das erhöht den Druck auf Norman noch einmal zusätzlich. Norman ist verzweifelt und entschließt sich, den Auftrag auszuführen. Einige Tage später besucht Norman mit Todd und seiner Frau Carol eine Waffenausstellung. Als die schwangere Carol müde wird, bietet Norman ihr an, sie in seinem Auto mitzunehmen. Sie fuhren zu ihrem Haus. Die hochschwangere Carol will sich sofort hinlegen. Das ist die Gelegenheit für Norman, seinen Plan durchzuführen. Er ging ins Schlafzimmer und überrascht Carol dort mit einer Waffe in der Hand. Sie kann nicht glauben, was sie sieht. Schließlich ist Norman ein langjähriger Freund. Er hat ihr in den Kopf geschossen. Wieder und wieder und wieder. Insgesamt 5 Schüsse. Er wollte nicht, dass sie leidet. Also hat er so oft auf sie geschossen, bis er sich sicher war, dass sie tot ist. Eine der Kugeln hat ihren Unterleib getroffen und durchbohrt, sodass auch das ungeborene Baby getötet wurde. Norman Daniels hat den Mord in allen Einzelheiten gestanden. Doch die Ermittler brauchen handfeste Beweise für seine Geschichte. Vor allem dafür, dass er im Auftrag der mysteriösen Firma handelte. Daniels sagt ihnen also, wo er den Umschlag mit dem Auftrag verbrannt hat. Ich bin also nochmal in seinen Garten gegangen und fand im Grill die verkohlten Reste eines Briefes. Er war teilweise noch lesbar und wir konnten die Worte IRA und Sprengstoffattentat entziffern. Außerdem waren in dem Grill noch Reste des roten Wachssiegels, mit dem der Brief verklebt wurde. Scheinbar hat Daniels also tatsächlich die Wahrheit gesagt. Den Computerspezialisten der Mordkommission gelingt es, sich über das Internet Zugriff auf die Festplatten der Computer von Lynn Noyes und Todd Garten zu verschaffen. Sie finden dort einige Dokumente, in denen von der Firma und von Mordanschlägen die Rede ist. Norman Daniels hat sich all diese Sachen also nicht nur ausgedacht. Jetzt gibt es handfeste Beweise. Genug Beweise, um Todd auf dem Revier zu verhören. Todd bleibt stur und streitet alles ab. Der Beamte Steve Grasshoff glaubt, dass Lynn der Schlüssel zur Wahrheit über Todd Garten sein könnte und verhört auch sie. Die Befragung von Lynn Noyes hat sehr lange gedauert. Auch sie hat von der Firma gesprochen und dass sie angeblich eine Agentin ist. Wir haben Stunden mit ihr zugebracht. Schließlich ist sie zusammengebrochen und hat uns die Wahrheit gesagt. Sie hat gestanden, dass sie den Mord zusammen mit Todd Garten geplant hat. Der Plan entstand, als Carol schwanger wurde. Todd wollte kein Kind mit ihr, sondern lieber mit Lynn zusammen sein. Sie musste unbedingt sterben, bevor das Baby zur Welt kommt. Als wir mit Lynn sprachen, stellte sich natürlich heraus, dass es diese Geheimorganisation, die sogenannte Firma, nicht gibt. Dahinter stecken lediglich Todd Garten und Lynn Noyes, die Todds Frau loswerden wollten. Es war Todd, der den Brief für Norman geschrieben hat. Sowohl das Siegelwachs als auch der Etikettendrucker, den er dafür benutzt hat, können in seinem Haus sichergestellt werden. Todd selbst war skrupellos genug, den Namen seiner eigenen Frau auf den Mordauftrag zu schreiben und Norman Daniels in sein tödliches Komplott zu verwickeln. Der Etikettendrucker ist damit das letzte Puzzlestück in der Beweiskette der Ermittler. 6 Wochen nach dem Tod seiner Frau Carol wird nun auch der Drahtzieher des Mordes, Todd Garten, vor Gericht gestellt. Das Gericht braucht eine Woche, um zu einem Urteil zu kommen. Da er ein volles Geständnis abgelegt hat, kann Norman Daniels der Todesstrafe knapp entgehen. Stattdessen wird Daniels für den Mord an Carol Garten und ihrem ungeborenen Kind zu 2x25 Jahren Gefängnis verurteilt. Das bedeutet,
dass er mindestens bis zu seinem 73. Lebensjahr hinter Gittern sitzen wird. Für ihre Mittäterschaft in dem Mordkomplott wird auch Lynn Noyes zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt. Doch der Kopf hinter allem war von Anfang an Todd Gardner. Er hat die Naivität von Norman Daniels ausgenutzt und ihn dazu gebracht, seine schwangere Frau zu ermorden. Dafür bekommt Todd Gardner die Todesstrafe. Bis heute wartet er auf die Vollstreckung des Urteils.